Untrügliche Anzeichen. Frühling. Besungen, bedichtet, herbeigesehnt und häufig mit unzähligen Erwartungen überfrachtet. Weit weg von solchen dichterischen und musikalischen Höhenflügen aus der Erwachsenenwelt fallen mir dazu vor allem Bilder und Erinnerungen aus meiner Kindheit ein. Im Deutschunterricht konnte ich mit dem flatternden blauen Band oder im Musikunterricht mit den klingenden Liedern zur Wiederkehr des Frühlings nicht so viel anfangen. Das alles wurde damals in meiner kindlichen Gefühls- und Erlebniswelt noch nicht so richtig in Verbindung gebracht mit dieser besonderen, von Vorfreude und Erwartung geprägten Jahreszeit. Dann gab es aber an einem Tag im März oder auch im April plötzlich einige viel persönlichere Sinneseindrücke, die mich verlässlich den Beginn der neuen Jahreszeit spüren ließen. Da war nach langen, trüben Tagen das Fenster im Wohnzimmer weit geöffnet. Ein Duft strömte herein. Ganz anders als noch am Tag zuvor. Völlig neue Töne klangen von der Straße bis in das dritte Stockwerk hinauf. Stimmen von Nachbarn, die sich aus ebenfalls geöffneten Fenstern Grüße zuriefen. Kinderlachen. Und das nicht gerade leise Bollern von Rollschuhen auf dem Bürgersteig. In meiner Kindheit gab es noch überwiegend Rollschuhe mit Metallrädern. All das erfüllte mich mit einer angenehmen Unruhe und Erwartung. Es erinnerte mich ein wenig an das Gefühl am Heiligabend vor der Bescherung. Die Verbote meiner sehr besorgten Mutter, die mich mitten in der Stadt nicht unbeaufsichtigt auf der Straße spielen lassen wollte, bremsten dann meine Begeisterung zwar ein wenig, konnten sie aber nicht wirklich eindämmen. Die Vorfreude auf Neues, Unerwartetes blieb. Außerdem gab es in den folgenden Tagen auch noch weitere untrügliche Anzeichen, dass sich nicht nur die noch winterliche Natur, sondern auch alles andere im Umbruch befand. Auf dem ungeliebten langen Schulweg war es jeden Morgen ein wenig heller. Und auch am Abend gab es immer noch so viel Licht, dass ich ab und an sogar über das Zubettgehen verhandeln und den Zeitpunkt ein wenig hinausschieben konnte. Am Sonntag bekam ich beim Spaziergang die allererste einzelne Kugel Eis im Hörnchen auf die Hand. Mit der Ermahnung aufzupassen und nicht den frisch gereinigten Popelinmantel zu bekleckern. Natürlich habe ich trotzdem die unterste Spitze des Waffelhörnchens abgebissen und genauso natürlich tropfte dann Eis auf den Mantel. Aber an einem so wunderbaren Tag, an dem die strahlende Sonne schon so richtig wärmte, konnte nichts meine gute Laune trüben. Nach ein oder zwei Frühlingswochen war dann die neue Jahreszeit nicht mehr ganz so aufregend wie am ersten Tag, als die warmen Sonnenstrahlen, die Düfte und Klänge mich förmlich überwältigt hatten. Aber da stand noch etwas bevor. Hielt sich das schöne Wetter für längere Zeit, gab es ein weiteres sichtbares Anzeichen,
dass nun der Winter vorbei war. Ich zog zum ersten Mal Kniestrümpfe an. Die kratzigen Strumpfhosen wurden in der hintersten Schubladenecke verstaut. Und an kühleren Frühlingstagen blieb ich standhaft und bei den Kniestrümpfen. Wenn ich diese dann aber gegen Söckchen oder Sandalen tauschte, zeigte das den Beginn des Sommers an. In Erwartung der großen Ferien mit sonnendurchfluteten Tagen am Meer konnte ich dann ganz ohne Wehmut Abschied nehmen vom Frühling.